In diesem Video machen wir das erste Booster-Set von Star Wars Unlimited auf und hoffen auf ein paar wiederzuerkennende Charaktere in geilen Treatments. Let's go! Hallo! Oh, das shakt aber ganz schön. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht am Tisch zu sehr wackeln. Aber hallo, ich bin nicht alleine, sondern die fabelhafte Mandy ist bei mir. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin sehr gespannt auf das erste Set. Wir durften es ja schon mal anspielen. Genau, Funken der Rebellion. Der Funke einer Rebellion, so heißt es. Es ist ein bisschen kleiner, als was man so von Boosterboxen gewohnt ist. Also deswegen bin ich mal gespannt. Ich habe das Gefühl, es ist eher ein bisschen viereckiger. Aber genau, wir haben es ja auf der Spielemesse auch zusammen gespielt. Wir haben auch das Starterdeck schon parat, aber noch nicht gespielt. Das heißt, viele Ausweitungen von unseren Sachen, die wir hier sagen, sind dann erstmal nur rein objektiver Natur. Hast du denn Bock? Ja, ich weiß gar nicht. Also, was sind denn die verschiedenen Kartentypen? Was will ich jetzt ziehen? Glitzer-Stuff. Das sind die, wie hießen die? Legendaries? Nee, die Ultra. Wie hießen die noch gleich? Wir werden das herausfinden. Space. Ach so, stimmt, diese Space Treatments und sowas. Aber es ist schon sehr schön, auch mit dem. Ja. Yeah. So matt, es kommt nicht so gut rüber, aber so matt Glitzer. Also ja. Hier, da. So. Cool, ja. Genau, und ich finde es ja auch immer schön, mir die Box auch so hinzustellen, wie in so einem Laden. So, guten Tag, möchten Sie vielleicht ein Star Wars Unlimited Pack? Also 16 Karten, ist auch tatsächlich eine Karte mehr, als man irgendwie denkt. Möchtest du mir die Ehre erweisen, das erste Pack aufzumachen? Ja. Ich finde, die Booster sind schon ganz anders. Die fühlen sich ganz anders an. Ja, die wirken ein bisschen papieriger. Genau, die sind nicht so Plastik, sondern so ein bisschen papieriger, wie du das gesagt hast. So, ich mach's einfach mal auf. Genau, du musst ein bisschen gucken, dass du nicht am Tisch die ganze Zeit ruckelst. Okay. Ich gib dir mal ein bisschen mehr. Siehst du? Also es ist schon eher Papier, so, ne? Das ist ja auch immer so ein. Also es ist immer so ein Thema. Immer wenn Magic versucht, irgendwie mit Papierumschlägen damit zu arbeiten, ist es irgendwie so ein bisschen nach hinten losgegangen. Boba Fett. Das ist die Leader-Karte. Auch geil, Boba Fett als Leader ist natürlich auch geil. Ich glaube, auf der anderen Seite müsste quasi der als Charakter sein. Naja. Nice. Unterwelt Kopfgeldjäger. Ich habe auch schon komplett vergessen, wie man es spielt. Aber naja. Sümpfe von Dagobah. Genau, das ist dann die Base von dem Set. Ich glaube, auf der Rückseite müsste auch noch was draufstehen. Oder, ach nee, das ist dann ein Token auf der Rückseite. Das Schild. Genau. Und jetzt geht's quasi mit den regulären Karten los. Akademie-Training. Genau, das ist jetzt zum Beispiel, wir können es ja mal kurz anschauen. Soweit ich weiß, ist das halt jetzt ein, das ist eine ist ein Upgrade, da oben steht's. Ich habe es gerade eben gesucht. Das kannst du quasi unter deiner Karte so anlegen. Und dann hast du quasi +2/+2. Ah ja. Genau. Also wie so ein Gegenstand. Ja, genau. Oder so ein Equipment oder sowas. Ja, das ist jetzt so eine typische Einheit, also so eine quasi Kreatur oder Charakter. Aber hier ist halt eine Bodeneinheit. Und du hast halt die typischen Stats drauf. Du hast halt auch diese Keywords drauf, hier hartnäckig. Wird wahrscheinlich in dem ersten Set noch ganz viel Reminder-Text haben, von wegen dieser Einheit bekommt für jeden Schaden auf sich +1/+0. Das heißt, der ist so ein bisschen High Risk, High Reward, der Scoot-Schlitten-Verfolger. Scout-Schlitten, wie auch immer. Oh. Begeisterter. Das fokussiert nicht. Deswegen kann ich das jetzt wie so Beauty-Vlogger. Ja. Ein Truppler, eine Einheit. Ja. Der ist ja auch wieder auf dem Boden. Das ist ja, glaube ich, das Speziellste bei Star Wars, dass du quasi Boden kann nur Boden angreifen, Luft kann nur Luft angreifen. Also aber beide können quasi die Base angreifen, worum es im Endeffekt quasi geht. Dass du halt am Ende des Tages so die Base hast, die dann 30 Lebenspunkte hat und die muss man quasi runterhauen. Genau. Ich bin mal noch gespannt, also du kannst ja mal ein bisschen durch die Karten einfach so durch Achso, soll ich gar nicht fächern. So einzelne. Genau. Und weil ich finde es nämlich spannend, wenn wir nämlich mal wirklich zum Spielen kommen, wie das halt so, wie das halt so wird. Oder AT-ST, der ist auch in einem der Decks drin. Mhm. Und Wampa, Einsatzbereitschaft. Wie gefallen dir? Das ist tatsächlich auch was Interessantes. Ich finde es, diese Textbox und Artwork-Geschichten, dass man diese umgedreht hat. Weil es ein Ereignis ist, glaube ich. Genau, weil es ein Ereignis ist. Mhm. Das ist dann sozusagen wie so eine Aktion in Lorcana.
Oder halt Hexerei oder Instant. Was wolltest du gerade fragen? Oh, das ist, glaube ich, ein Rare schon. Oh. Wenn du. Hier unten. Genau, hat so eine Holo-Stamp quasi. Ja. Sehr cool. Mhm. Und das erste Mal eine Foil-Karte. Das ist sehr foilig. Ja, die ist schon auf jeden Fall. Das ist sehr. Feulig. Also sehr intensiv so, rainbow-mäßig. Voll schön. Ja, wie gefällt dir denn, soll ich einfach noch eins aufmachen? Oder ja, mach ruhig noch mal eins auf. Wie gefällt dir denn das Design? Es ist ja so ein bisschen, ich will schon fast sagen, kontrovers bei manchen Sachen. Also ich hatte eben bei dem Ereignis, also wenn wir uns hier Han Solo angucken. Ist es Han Solo? Ah, ja, soll es, glaube ich, sein. Ich finde, das Gesicht ist nicht so gut gelungen, wie zum Beispiel, wenn wir uns hier so diese Flieger angucken. Und das ist halt wirklich auf jeden Fall was, wo dieser Comic-Stil bei diesen, auch zum Beispiel jetzt hier der TIE Fighter, ich finde, die Schiffe und die Ausrüstungen und so weiter, die sehen immer besser aus als die Charaktere. Aber es ist auch eine Stilfrage. Ich glaube, sie haben sich orientiert an den 90er, 80er Jahren, auch nochmal Boba Fett, Comics von Star Wars, die ich jetzt selbst nicht so wirklich verfolgt habe, aber ein guter Punkt, der auch letztens jemand zu mir gemacht hatte, ist, sie versuchen halt auch so stilistisch so viele verschiedene Sachen zusammenzukriegen. Sie versuchen nämlich die Ursprungsfilme aus den 80ern, dann die Prequel-Trilogie zu vereinen mit Clone Wars und halt eben Comics und halt, es gibt halt noch ganz viele andere, sag ich jetzt mal, Star Wars-adjacent Universen, die halt irgendwie alle vereinnahmt werden sollen. Und ich glaube, du musst halt da so einen Stil wählen. Oh. Ein Machtwurf. Karte. Sehr cool. Oh, vor allen Dingen, der hat ja hier auch diesen erweiterten Frame. Ich glaube, ja, das genau. Ist eine dieser Karten, die wir halt meinen, mit diesem Hyperspace-Style. Ah, Hyperspace-Style. Also ich weiß jetzt nicht, wie selten sowas ist, aber also es ist schon, was auf jeden Fall auffällt. Ja. Und Foil Sabrine Wren. Das ist schon, das Foil finde ich schon echt richtig schön, aber leider gefällt mir das Design der Karten nicht wirklich. Ja, also meinst du, wie die Karte aufgebaut ist oder auch das Artwork? Ich finde, also, nee, die Artworks sind schon okay. Ich mag nicht, wie die Karte aufgebaut ist. Also, ich finde das. Sehr technisch. Das sieht eher ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie nicht so schön aufgeteilt aus und. Das hätte man irgendwie ein bisschen anders, schöner lösen können, als jetzt so dieses rote Kästchen, dieses blaue Kästchen. Ja. Und dann hier oben das Rennen geschrieben. Ja, ich weiß es nicht so ganz irgendwie. Ja, ich meine, sie werden sich dabei ohne Frage irgendwas gedacht haben, ne? Aber ich muss auch sagen, es ist halt so ein bisschen, es wird ein bisschen retro. Ist vielleicht, ja, genau. Könnte man es neutral beschreiben oder positiv sogar. Also ja. man könnte sagen, es ist halt auch ein bisschen, vielleicht auch altbacken. Oh, der ist neu. Mhm. IG-88. Zeig mal gerade die Vorderseite. Das ist auch dieses Hyperspace. Genau, oder diesmal auf einer Base. Also kann man gewiss ganz gut ausfeulen. Ich wollte mal gerade noch die Vorderseite hier zeigen. IG-88, was ist der? Gnadenloser Kopfjäger. Ich bin gerade überlegen, ist er aus Mandalorian, der Typ? Boah, keine Ahnung. Das ist halt auch, ich bin leider, also ich habe die Filme natürlich gesehen, die Star Wars-Filme. Wir haben auch Mandalorian gesehen. Wir haben auch Mandalorian, aber die erste Staffel, glaub, oder? Vielleicht die ersten zwei. Da, bis sein Hauptauftrag beendet war. Ja. Ohne zu spoilen. genau, deswegen, also ich bin weit weg davon, so ein super Star Wars-Nerd zu sein. Also ich habe Clone Wars nicht gesehen, ich habe jetzt nicht irgendwie Comics verfolgt oder bin jetzt auch nicht jemand, der die ganzen Bezeichnungen der Raumschiffe und sowas drin hat. Aber diese Full Arts oder diese randlosen Karten, die scheinen auf jeden Fall häufiger da zu sein. Hell yeah. Das sieht sehr cool aus. Voll. Millennium Falcon. Ist auch so ikonisch, ne? Star Viper. Nice. Auch schön. Sehr cool, sehr cool. Ich mach mal auch eins auf. Mhm. Ich find's auch schön halt hier, ne? Du hast natürlich auch die ganzen Hauptcharaktere dann auch mit drauf und so. Das ist schon. Warte mal, was stand hier gerade? Möge die Macht mit dir sein. Das ist cute. So, genau, wir haben hier wieder unseren IG-88 und Sümpfe von Dagobah, das scheinen halt die häufigsten zu sein, wieder Akademietraining, Augenblick der Ruhe, gibt einer Einheit eine Schildmarke,
ortsansässige Sympathisanten. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich finde das Design noch so ein bisschen unintuitiv. Weißt du, was heißen diese ganzen... Also das lernt man wahrscheinlich dann noch mit dem... Ja, auch so diese Farben halt, ne? Also ich hab das Regelheft gelesen. Wirklich? Ja, und es gibt halt so, ne? Ich kann es jetzt nicht so eindeutig einzeln. Das ist, glaube ich, irgendwie Ehrgeiz. Dann gibt es halt irgendwie Wagemut. Und dann gibt es halt auch diese Doppeldinger, wo es halt ehrgeizig und wagemütig ist. Und es hat halt auch ein bisschen was damit zu tun, wie du das Deck dann nachher baust. Mhm. Weil quasi dein Leader und deine Base ergeben halt sozusagen die Basis, welche Karten du dir auswählen kannst. Benthic Two Tubes. Und wir hatten dann, glaube ich, in Essen auch Brock. Die beiden Starter-Sets, ne? Oh, ich habe so eine Foil Rare hier. Oh, wow. Agent Kallus. Sorry, was meinst du? Wir hatten die mit den Starter-Sets gespielt auf den Essen. Ja, genau. Da noch tatsächlich mit Proxys, also mit schnell ausgedruckten Karten. Aber ich kann auch sagen, die Kartenqualität ist auf jeden Fall deutlich, sag ich mal, besser und auch ein bisschen wertiger. Das Event, wo wir dann auch waren, wo sich ja auch der Hersteller oder beziehungsweise der Game Designer vorgestellt hat. Also da scheint auf jeden Fall eine ganze Menge Herzblut und so drin zu stecken. Absolut, absolut. Und ich bin mir halt nur nicht ganz so sicher, wie sich das jetzt auch... Ich habe das Gefühl, es sind so sehr viele neue TCGs gerade rausgekommen und auch sehr viele erfolgreich. Ich weiß halt nur nicht so ganz, wie sich das so behaupten wird, weil es schon... Ja, nischig ist es natürlich nicht, weil es ist immer noch Star Wars, aber... Ja, das ist halt das Ding, ne? Du hast halt, ich glaube, wenn es... Ich sag mal so, ich glaube, es wäre deutlich größer geworden, wenn es irgendwie geschafft hätte, nicht hinter Lorcaner zu erscheinen, sondern vor Lorcaner, weil jetzt ist natürlich der Vergleich mit einem neuen TCG, was sehr erfolgreich ist, mit Lorcaner sehr hoch. Oh, okay. Hey, Leia. Leia Organa. Ich glaube, dadurch, dass es jetzt so im Schatten von Lorcaner steht, kommen da halt auch einfach die Artworks nicht dran. Und ich weiß gar nicht, wie sie die Artworks gemacht haben, ob sie auch mit KünstlerInnen zusammengearbeitet haben. Ich glaube schon, ja. Steht da unten stehen auf jeden Fall so Namen, aber... Ja, der Stil ist halt einfach ein ganz anderer, was ja auch gut ist. Ja, total. Es muss halt, ich finde immer, es bringt ja nichts, wenn ein TCG alle anspricht, so, ne? Und ja, das ich hatte das zum Beispiel mit One Piece auch, was ich ja jetzt auch hier schon aufgemacht habe, das eine Starterdeck, wo ich sagen muss, das Spielprinzip gefällt mir sehr gut von One Piece. Ich werde es aber alleine deswegen nicht spielen, weil der Stil halt nichts für mich ist. Und ich will niemandem das absprechen, wenn man halt sehr viel Spaß an dem Stil hat oder auch einfach Fan ist, so. Das ist halt die Schatzsache, ne? Genau, aber meins ist es jetzt nicht. Galaktischer Ehrgeiz, sehr cool. Ich glaube halt auch Leute, die als Star Wars die Haupttrilogie quasi rausgekommen ist, da schon irgendwie in einem Fandom waren, dass die halt den Stil super cool finden, weil er halt so retro ist. Aber lasst uns gerne mal wissen, wie ihr den Stil findet. Total. Und ob ihr schon mal irgendwie TCGs nicht gespielt habt oder gespielt habt wegen des Stils, ob das für euch einen Einfluss hat. Ja, sehr gerne. Vor allen Dingen, es ist ja auch nicht das erste Star Wars TCG. Star Wars war ja auch tatsächlich früh mit Magic halt wirklich ein Thema. Es hat halt aber nie so hundertprozentig geklappt mit dem weitestgehenden Erfolg so hingehend. Oh, wir haben hier wieder so ein Borderless Art. Und das ist halt so ein bisschen auch das Ding so, ne? Das ist halt. Ne, ich meine, ich glaube, hier haben sie auf jeden Fall deutlich eine bessere Grundlage geliefert, dass das auch erfolgreich halt sein kann. Und sie haben ja auch schon sehr viele Gedanken gemacht, von wegen auch mit dem Organized Play und alles. Das ist schon echt krass. Obi-Wan Kenobi. Ich frage mich auch, wie die Karten schick. Das ist wirklich, das ist jetzt, glaube ich, schön. Borderless und dieser Hyperspace-Frame. Ne, ich glaube, Hyperspace ist Borderless. Ja, aber voll meine ich, Hyperspace voll. Ja, genau. Ich frage mich sehr halt, cool. Wie häufig was in den Boostern ist. Also da habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt, aber ich habe das Gefühl, es ist schon immer eine Hyperspace-Karte und eine voll und eine rare. Ja. Yeah. Da ist jetzt schon. Hier, steht ja quasi auch mit drauf. Jeder Booster enthält 16 Karten, darunter eine Anführerkarte, eine Basiskarte, 6 gewöhnliche Karten, also Commons. 9, 3 ungewöhnliche Karte, eine seltene legendäre sowie eine Premium-Foil-Karte. Ah ja. Spannend. Also, ich glaube, hier haben wir jetzt nochmal einen neuen Kollegen hier bekommen. Sabine Vrenn hatten wir schon.
Kollegin. Kollegin. Ja, und ich glaube, was ich jetzt auch merke, wenn wir uns hier die Karten hier anschauen, so hartgesottene Überlebenskünstler, imperiale Abfangjäger, das ist so, ich bin nicht so sehr drin, als dass ich das jetzt sofort wiedererkenne. Ich meine, diese Hunderoboter, klar, die kennt man so, ne? Aber ja, abtrünnige Agentin. Also stellt das irgendeinen speziellen Moment dar? Ist das aus irgendeiner Franchise oder so? Lieutenant der Flotte, den kennt man natürlich von der Darth Vader-Szene so. Mon Mothma. Kennst du sie? Ja. Der Name sagt mir irgendwas, aber jetzt, nee. Gnadenlose Sturmkorvette. keine Ahnung, wer der ist. Aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Yoda als Charakter sehen. Ja, haben. Tatsache. Gideon Husk. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich finde es auch total interessant, dass die halt nicht Charaktere heißen, sondern Einheiten. Also selbst wenn es nur eine... Also willst du noch mal eins aufmachen, by the way? Wie jetzt bei Yoda quasi. Ja, dass, ja, es ist halt, so ein technischer... technischer Term sozusagen. Oh, ich glaube Andor. Genau, der ist doch aus der Andor-Serie, oder? Habe ich nicht gesehen. Ich wollte dich unterstützen. Danke. zeig nochmal die Vorderseite von ihm. Ja, es ist schon cool. Ich finde aber auch, die Artworks unterscheiden sich extrem. Oder? Ja. Also vom Stil her. Also ich finde schon, dass es so... Das sieht ja jetzt ganz anders aus als... Ja, also ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen halt wirklich diesen technischen Sachen. Mhm. Aber ich glaube, so allgemein der Stil ist schon so ein bisschen gleichbleibend. Was aber auch, glaube ich, wichtig ist, um so eine Identität dann irgendwie zu haben. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar, die so ein bisschen mehr rausstechen, so, ne? Kopfgeldjäger-Crew. Das ist, glaube ich, aber auch nochmal nicht Hyperspace, sondern auch nochmal ein spezieller Border. Dieses dunklere? Ja, und dieses... Oder ich glaube, es ist halt eine Mischung, weil es hier zweifarbig ist quasi. Das könnte auch sein. Ich glaube, das ist halt auch immer, ich finde es halt auch irgendwie immer schwierig, wenn es so eine Aufteilung gibt in Farben, wie natürlich halt Magic oder auch Lokana, aber das quasi gar nicht so im Vordergrund steht, was natürlich auch sinnvoll irgendwo ist. Aber ich habe das Gefühl, bei jeder auch Präsentation oder bei allen Infos, die man sogar Star Wars Unlimited so casual über den Weg läuft, spielen die Farben halt gar nicht so eine große Rolle. Und dementsprechend habe ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht so im Blick, was sie denn noch bedeuten und was sie denn so aussagen. Und das kann halt schon echt auch ein bisschen schwierig sein für halt so dieses allgemeine Verständnis von dem Spiel. So. Aber wie gesagt, wir wollen es auf jeden Fall noch spielen. Wir wollen es nicht jetzt, sag ich mal, vorverurteilen. Das ist aus dem Film. Also, das ist wahrscheinlich alles aus dem Film. Aber ja. Ist das die Medaillons-Geschichte? Genau, wo Chewie keinen bekommt. Ach, mit Chewie. Er ist sogar traurig. Ja, aber ich meine, wie viel kann denn das Kartenspiel selbst dafür und wie viel ist es die IP, die uns vielleicht schon ein bisschen entschlaucht hat? Weil das ist bei mir, glaube ich, noch ein ganz großer Part. Ich habe jetzt die letzten Filme nur zähneknirschend geguckt und halt die Serie, die letzte, die ich gesehen habe, war halt wirklich Mandalorian und alles, was danach kam. Kantina Türsteher. habe ich halt irgendwie nicht so verfolgt. Also kann es auch da sein, dass man einfach so ein bisschen gesättigt ist von Star Wars, der IP einfach? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt auch, das ist so ein bisschen wie mit Marvel, dass halt die neuen Star Wars Filme oder Serien, da sind wir nicht mehr unbedingt die Zielgruppe. Ja, das stimmt. Ich würde sowieso sagen, dass wir vielleicht, das ist jetzt so ein Borderless. Hyperspace. Das sieht man doch hier an den. Ja, aber quasi Hyperspace Leaderkarte. Capital City, ja. Ja, ich glaube halt, ja, ich glaube sowieso nicht, dass wir die primäre Zielgruppe für Star Wars Unlimited sind. Ich meine, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall angucken und halt auch beobachten, wie sich das so gerade in der lokalen Community, wie das so aufgenommen wird und so weiter. Mhm. Und die machen ja auch wirklich einiges richtig. Die IP ist stark, das Spielprinzip ist halt innovativ, aber jetzt auch nicht so weit weg, als dass man jetzt nicht einfach reinkäme. Also das Gesicht ist sehr, also natürlich ist es ein Charakter, den man aus dem Film kennt. Aber das ist von Gesicht, Mandalorian, glaube ich, genau, oder? Das Gesicht erkenne ich vom Schauspieler so ein bisschen. Ja, genau. Dem ist dem so ein bisschen nachempfunden. Chopper. Hyperspace Rare. Nice. Guck mal, hier haben wir jetzt. Ah, nee, das war gar keine Foil. Genau, das ist jetzt die Rare und das ist jetzt die Foil. Ich finde es aber auch spannend, dass so die Foils dann halt. Oh, dass halt in jedem Pack wieder eine Foil drin ist. Mhm. Und
Ja, also es ist, ich muss immer dran denken, wie wir bei, hier, Groß Moff Tarkin. Ist das wirklich der deutsche Begriff? Groß Moff? Also es ist schon irgendwie witzig, aber übrigens schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn wir irgendwie gerade eine super krasse Karte gezogen haben, wir sie aber nicht checken. Aber, und vor allen Dingen, wenn ihr das in ein paar Monaten guckt und Star Wars Unlimited durch die Decke gegangen ist und jeder schon irgendwie weiß, was die krasse neue Meta ist und wir checken hier gerade gar nichts, weil das noch vor dem Release ist. Ja. Und dementsprechend ist ja jetzt auch bald. Ist jetzt Zeitpunkt der Aufnahme dieses Wochenende ist der offizielle Release. Imperator Palpatine. No one's ever really gone. Ortsansässige Sympathisanten schon wieder. Soll ich noch weiter oder nicht? Mach du Nummer eins auf. Aber ich glaube auch, jetzt mit so viele Packs in einem. Ja, das stimmt. 24 Booster pro Pack. Das ist wieder, Groß Moff Tarkin. Diesmal als Leader. Tarkin. Ah, ne, das war auch ein Leader. Ja, okay. Aber du wirst ja auch richtig busy jetzt in Zukunft bei den ganzen Disneylands, wenn sie da jetzt Lorcaner und Star Wars verkaufen können. Oh ja. Hier Disneylands werden die neuen Anlaufstellen für TCG-Fans einfach. So Disneyland, der Park. Ja, ja, was meine ich denn? Was meinst du denn? Ich dachte, du meinst die Länder im Spiel. Ach so, nein, nein, nein. Aber ist doch also ich glaube, was mich ein bisschen irritiert ist, dass die Ereignisse halt unten die Textbox haben, weil wieder Lieutenant der Flotte. Mhm. Es wirkt halt einfach so anders, wie man es irgendwie gewohnt ist. Ich mache noch mal ein paar Packs hier auf. Mhm. Was ist denn, was hast du denn so außerhalb der Filme von Star Wars so verfolgt? Hast du irgendwie, schön. Entschuldigung, ich glaube, das. Voll. Ich glaube, das ist krass. Das hatten wir ja noch gar nicht. Ich glaube, das ist. Ist das diese seltenste Foiling-Art, die es da so gibt? Ich habe wirklich keinerlei Ahnung. Holy shit. Ich glaube. Habe ich einen Sleeve zur Hand? Ach, das macht schon Eindruck. Also, jetzt. Also, das Foil ist, ich glaube, mit eines der schönsten Foil-Variationen, die ich bei TCGs so gesehen habe. Ja, total. Schon echt schön. Ich mag auch irgendwie, weil hier, also ich meine, klar, das Foiling geht ja so streifenmäßig und das macht halt Sinn, wenn du es halt umdrehst, dass es dann längs ist, aber es hat irgendwie so ein bisschen was von wegen, so, das wird so, kommt so runter und hier ist es wie so eine Action-Szene, wie als ob du so hier so an das Gesicht so ranzoomst und es ist eine intense Scene. Also das verbuche ich mal als Win auf jeden Fall. Crazy. Ja, sonst habe ich, also ich habe halt alle Filme gesehen, auch die nach. Also so Rogue One und sowas. Ach so, ja. Die. Aber bei den Serien bin ich halt leider raus. Also Mandalorian fand ich gut, die ersten ein, zwei Staffeln. Mhm. Ist sicherlich auch weiterhin gut. Aber also es ist mir dann, es sind einfach zu viele Serien. Und Clone Wars ist sicherlich auch gut. Aber es ist halt schon sehr zeitintensiv. Ja, total. Ich bin halt mit Star Wars aufgewachsen. So ein bisschen, also mein Vater ist früher, als ich noch ganz klein war, immer ins Kino gegangen mit seinen Freunden. Ja. Und dann irgendwie hat sich das dann so etabliert, als ich dann alt genug war, dass mein Vater mit mir dann in die Filme gegangen ist. Und das war dann immer so ein Ritual, dass wir das zusammen geschaut haben. Ja, aber jetzt, dadurch, dass es halt hauptsächlich Serien sind, geht man da halt jetzt auch nicht mehr zusammen. Aber ja. Total. Vor allem, wir haben jetzt, gerade gestern haben wir 10 Jahre zu spät Breaking Bad zu Ende geguckt, die Serie. Und da bin ich halt auch darüber gekommen, weil es gab auch das, die Avatar-Netflix-Serie ist auch gerade rausgekommen. Und ich habe halt das Gefühl, aktuelle Serien, die werden halt wirklich mehr auf Masse und auf Format produziert, als wirklich auf Talent. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Mandalorian Staffel 1 so gar nicht. Ich finde, dieses Foiling hat auf jeden Fall irgendeinen richtigen Effekt, weil man jedes Mal denkt, krass. Mhm. Und ich glaube halt, Star Wars ist ähnlich auch wie Marvel, halt einfach in so eine Falle getappt, von wegen, man hat zu viele Serien zu schnell produziert, ohne drüber nachzudenken, was das denn jetzt der narrative Mehrwert ist. Weil zum Beispiel jede Folge von irgendeiner Star Wars-Serie geht halt auch eine Stunde lang und es sind meistens so 10 Folgen pro Staffel ungefähr. Und das ist halt so ein bisschen das Format, was halt so Breaking Bad und Game of Thrones und sowas irgendwie geprägt haben. Und dementsprechend ist es halt so ein bisschen so, ja, aber warum? Es fühlt sich halt so viel dann leer an, wenn die Serie das halt nicht auszustaffeln weiß, so, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass, also hast du auch das Gefühl, dass es vielleicht auch was mit dem Verkauf an Disney zu tun hat? Also da wurde auf jeden Fall so diese Franchisierung quasi immer größer. Dass halt auch so viel rauskommt. Also, dass man halt auch gar nicht hinterherkommt, wenn man jetzt nicht seine ganze Zeit da rein investieren kann oder möchte. Und also bei Marvel hatte ich dann irgendwann krass das Problem, dass ich nicht mehr, also du musstest alle Serien gucken, alle, damit du irgendwie Referenzen verstehst und Verbindungen verstehst und so. Und das. Ja, vor allen Dingen für die meisten war es schon zu viel, alle Filme geguckt zu haben. Also ich habe bis heute nicht alle Ant-Man-Filme geguckt, weil ich halt irgendwie Ant-Man, keine Ahnung, holt Paul mich. Rudd, hallo? Paul Rudd ist schon echt ein großartiger Typ, so, ne? Aber keine Ahnung, irgendwie kamen dann zu viele Filme raus. Und ich glaube, bei Star Wars haben sie wenigstens früh genug noch aufgehört mit den Filmen, dass ich da noch keine Übersättigung irgendwie hatte. Aber auch da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht. Also müssen wir auch nicht drüber reden, dass so die letzten Filme jetzt auch nicht der Burner waren. Also diese Kylo Ren-Trilogie. Glaube ich, gab es mal bessere Filme, oder? Ja, schon. Das stimmt schon. Ach ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, wie so die Wahrnehmung halt eben halt sowas dann auch irgendwie mitbestimmt, weil irgendwie, ne, Luke Skywalker. Oh, ist das ein Lieder? Aber es ist cool. Nochmal ein anderer als der. Als der Leader. Ich meine, das Lieder, jetzt. Genau, das ist jetzt eine reine Einheitkarte. Mhm. Was halt schon mal cool ist, auf jeden Fall. Verbuche ich als Erfolg. Wir haben noch so viele Packs. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt bei Lorcana. Als wir dann mal so richtig reingekommen sind, hatten wir ja auch richtig dann auch Bock, selbst Decks zu bauen. Ich meine, wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Cardstock. Und was man auf jeden Fall genießen kann bei einem neuen TCG, ist so diese Einfachheit. Von wegen, es gibt nur ein Set. Jede Karte hat irgendwo seinen Platz so. Und man hat jetzt auch genug Duplikate, um halt auch ganze Decks damit auszustaffieren. Wobei ich halt, ich glaube, die Themen sind noch so ein bisschen schwierig zu greifen, finde ich, oder? Also, oder hey, könntest du jetzt aus dem Bauch heraus sagen, was für ein Deck, an welchem Deck du so Interesse hättest, mit welchem Leader? Boah, keine Ahnung. Also würdest du so ein Layer-Deck bauen? Wahrscheinlich, also das wäre so die obvious choice für mich. Aber ich finde die Karten auch sehr schwer zu unterscheiden. Also wie viele Einheitenkarten, wie viele Aktionenkarten sollten denn in meinem Deck sein? Und also ich bin ja generell kein hey, Chewie. Oh, von Deckbau. Ja. Aber ja, ich finde es gerade halt noch ein bisschen schwierig, die Karten irgendwie zu verstehen und da so ein Grip zu bekommen, was ich möchte auch. Ne? Also weil ich habe bei den The thing from the playmat. Ja, bei den Playsets bei den Starter-Sets habe ich das Darth Vader-Set gespielt und du hast Luke gespielt. Mhm. Und meins war sehr aggressiv. Ja. Und deins war eher auf also kontrollierend. Kontrollierend und auch viel auf heilend, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und da hatte ich schon Spaß daran, weil also ich finde aggressive Decks auch immer sehr spaßig. Ja, so proaktiv halt zu sein, das ist halt. Und du warst immer sehr reaktiv. Genau. Das hat dir dann auch nicht so Spaß gemacht. Das stimmt. Aber ich war auch halt viel einfach noch daran, so erstmal die Grundmechaniken irgendwie zu lernen, erstmal zu schauen, wie man überhaupt das reinkommt. Ich habe jetzt tatsächlich, als ich die Decks vorbereitet habe, dass wir die mal später noch ein bisschen spielen können, habe ich schon mir ein paar Karten angeguckt und so ein bisschen mehr gemerkt, so, ah, okay, so will das gespielt werden, so, dass das Luke Skywalker-Deck, zumindest meiner Auffassung nach, will zum Beispiel deutlich mehr Einheiten draußen haben als das Darth Vader-Deck. Und ich glaube schon, wenn man so ein bisschen mehr einen Begriff davon hat, was quasi Sache ist mit dem Deck, ich glaube, dann kann man es auch besser steuern. So, ne? Also, Count Dooku. Oh, ich dachte gerade, das ist ein Leader. Machtwurf in Foil. Und dementsprechend, also ich kann es auf jeden Fall kaum abwarten, das noch ein paar Mal zu spielen, einfach nur, um halt das noch ein bisschen besser zu verstehen. Weil ich glaube, ne, wir haben ja auch die Designer reden hören und so weiter und die haben ja auch alle so mega Bock auf diese Franchise und fühlen sich halt so richtig persönlich auch angespornt, da darüber zu reden und sich darüber Gedanken zu machen, wie das Kartendesign ist, was sie besser machen wollen als andere Kartenspiele und so weiter. Und ich nehme denen die Euphorie auf jeden Fall ab. Und ich glaube, ich brauche halt nur noch ein bisschen, um das zu sehen. So, ne? Und deswegen wird es auf jeden Fall spannend bleiben. Wir halten euch auf jeden Fall up to date,
Im Sinne von, ob uns das halt gefällt, auch noch ein paar mehr Runden. Soll das hier Anakin Skywalker sein mit Obi-Wan? Sieht so aus, ne? Ja. Mit seinem Jedi-Zopf. Kanntest du jemanden, der so einen Jedi-Zopf hatte? Nein. Nee, ich kannte jemanden. Todestruppler. Sehr cool. Ja, ich bin halt. Möchtest du nochmal welche aufmachen? Mhm. Gespannt, wie auch die Local Game Stores darauf reagieren. Ne? Wird es dann nochmal irgendwie einen extra Tag mit Star Wars geben? Wird es Pre-Release geben? Also ich sag mal so, wenn Star Wars tatsächlich abgeht, dann wird es auf jeden Fall ziemlich voll für, für Local Game Stores, die ja jetzt schon, sag ich mal, allein weil One Piece ja auch so erfolgreich ist, Magic ist halt so ein Dauerbrenner. Und dann halt noch Lorcana, das war ja auch schon ein sehr intensives Jonglieren von, von TCGs. Und das sind ja auch nur die halt halbwegs größten. Genau, genau. Und da gibt es ja auch noch sehr viele andere, die auch gespielt werden wollen von Leuten. Total, total. Ich meine, es gibt es Digimon, Del Mico. Es gibt ja auch noch das Digimon-TCG, das Schwarz und Weiß hatte ich letztens noch mal in der Hand gehabt. Und dementsprechend bleibt es auf jeden Fall spannend, irgendwie zu sehen, wo das sich halt irgendwie einsortieren wird. Ich hoffe schon, dass es irgendwie das auch schafft, weil ich finde, keine Ahnung, nur weil es einen nicht idealen Einstieg hätte oder jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen zu kompliziert wirkt, heißt es halt nicht, dass es ein schlechtes Spiel sein muss. Ja, absolut. Und dementsprechend hoffe ich, dass halt das Kartenspiel auf jeden Fall noch schafft, so ein paar mehr Sachen auszuprobieren. Und was war das gerade? Die siebte Schwester oder was? Siebte Schwester. Oh, spannend, ey. Wahrscheinlich, also schreib uns gerne in die Kommentare, wenn ich glaube, die Charaktere nicht erkennen. Ja, total. Ich glaube halt, dass das Spiel wird auf jeden Fall absoluter Traum sein für alle Leute, die richtig in der Star Wars Lore auch drin sind, weil Chirrut Imwe. Der sieht sehr aus, als könnte der auch so bei Naruto sein. Ja, ein bisschen Anime-mäßig so, ja. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist halt wirklich ein wahres Fest für alle Star Wars Fans. Also alle Star Wars Hardcore Fans. Weil ich glaube, ne, irgendwann hast du halt, dadurch, dass halt diese Sets auch immer so groß sind, musst du halt dann auch viele, so da hast du auch viel Platz für so Insider-Referenzen und Szenengeschichten. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ikonische erste Worte. Okay. Auch eine coole Karte zum Enden, weil das sieht sehr comic-mäßig aus, jetzt auch mit dem Frame und so weiter. Schon echt schön. Das sieht schon echt cool aus. Also, ja, sehr cool. Dann, Mandy, vielen Dank, dass du mit dabei warst beim Auspacken. Vielen Dank an Asmodee für das Zusenden der verschiedenen Boxen. Wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, wie es so weitergeht. Und vor allen Dingen müssen wir mal checken, was hier mit dem Großadmiral Thrawn hier abgeht, mit diesem spektakulären Fäuling. Wie steht ihr denn zu Star Wars Unlimited? Habt ihr Bock, das Spiel mal auszuprobieren? Wie fandet ihr die Karten bisher? Und sagt ihr, da springe ich sofort auf? Habe ich Bock drauf? Oder das und das müsste das Spiel noch mitbringen, damit ich quasi interessiert bin? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschüss.